Schicken Sie uns gerne dazu Ihre Fragen. Jetzt aber wollen wir unseren ersten Experten, Lukas Boxberger, nicht länger warten lassen. Er steht schon in den Startlöchern und deshalb schalten wir nun zum Fraunhofer IWU. Herzlich willkommen hier am Fraunhofer IWU. Mein Name ist Lukas Boxberger. Ich leite hier die Gruppe Smart Structures und ich möchte Ihnen heute vorstellen, wie man Morphing Structures, also formveränderliche Oberflächen, wirtschaftlich herstellen kann. Wir haben hier ein Verfahren entwickelt, das nennen wir Layer Laminated Functional Component. Das ist eine Herstellung oder diese Bauteile, die man damit realisieren kann, sind Schichtverbundwerkstoffe mit sensorischen, aktorischen Fähigkeiten, die ihre Umwelt wahrnehmen können und dann darauf divers reagieren können, beispielsweise mit einer Formänderung. Und diese ist programmierbar, also ich kann die Performance dieser Formänderung initial einstellen und nachträglich justieren. Was sich damit realisieren lässt, sind Bauteile, die auf ihre Umgebung reagieren können, also mit dem Nutzer in Interaktion treten können. Und das sind Wünsche, die an uns herangetragen werden seitens der Automobilindustrie oder die Zukunftsvisionen, wie autonomes Fahren mit sich bringen. Flexibilität im Fahrzeuginnenraum, den Bedürfnissen der Nutzer bestmöglich entsprechend, verlangt einfach, dass sich Oberflächen, Materialien, Funktionen im Innenraum verändern können und an die Nutzer anpassen können. Gleichzeitig ermöglicht es mir als Fertiger das Potenzial, dass ich meine Produktfunktionen nicht bereits zu Beginn meines Produktentwicklungszeitraumes festlegen muss, sondern das auch ans Ende verlagern kann, was mir diverse Kosten und Zeitaufwand ersparen kann und ich am Ende dieser Fertigungsstrecke nochmal die Möglichkeit habe, bestimmte Features nachzujustieren oder auch im Beispiel eines Fahrzeuges kundenindividuelle, aufpreisige Wünsche nachträglich freischalten kann. Wie das Ganze funktioniert, möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen. Wir arbeiten nach einem biologischen Vorbild, nämlich dem Schichtaufbau. Das heißt, wir haben diesen Verbund zerlegt in mehrere Schichten und jede dieser Schichten ist auf die Aufgabe im Verbund, auf ihre jeweilige spezielle Aufgabe, materiell und strukturell hin optimiert. Wir haben hier ein Gehäuse, das sind zwei Schichten aus einem thermoplastischen Polyurethan mit einem sehr niedrigen E-Modul. Das ist gekoppelt an eine kinematische Schicht, das ist aus Polycarbonat mit einem sehr hohen E-Modul, die so strukturiert ist, dass eine bestimmte Bewegung erzielt werden kann. Daran gliedern sich eine rezeptive neuronale Schicht und eine Muskulaturschicht, die sozusagen die Steuerung des Gesamtverbundes realisieren lässt. Wir pressen diese mehrlagigen Folien thermisch. Dazu haben wir eine Form, in der wir die einzelnen Kunststofflagen einlegen. Jetzt hier am Beispiel manuell. Auf diese thermoplastische Polyurethanfolie mit 100 μ Stärke kommt eine Polycarbonatfläche mit 1000 μ Stärke, die entsprechend der kinematischen Vorgabe strukturiert wurde, in die Lücken. Die Lücken werden gefüllt nochmal mit einem thermoplastischen Polyurethan, um eine gleichmäßige Oberflächenqualität, also Schichtstärke auch zu gewährleisten. An dieser Stelle auch notwendig für die Verformung des Gesamtverbundes. In der Mitte können Sie schon sehen, ist im Werkzeug eine Aussparung, die ist für die Elektronik, die dort jetzt gleich noch durch die Kollegin eingelegt wird. Wir gehen dabei schon mal zur Maschine. Das ist eine Servo-Spindelpresse mit zwei Achsen. Wir können den oberen und den unteren Teil verfahren, nutzen jetzt hier in dem Beispiel nur den oberen Teil. Die Presse hat eine maximale Schließkraft von 200 kN und wir haben diese ausgerüstet mit einem beheizbaren Bett, also eine Schicht oben, eine Schicht unten, jeweils beheizbar bis zu 250 Grad, mit Isolatoren ausgestattet, um den Wärmeeintrag in die Maschine zu reduzieren. Wir haben jetzt beide Werkzeuge vorgeheizt auf 160 Grad und die Kollegin hat jetzt derweil das Formwerkzeug vorbereitet und die Folien arrangiert, wird das jetzt in die Presse einlegen. Und den Prozess starten. Wir fahren jetzt mit der Presse auf Kontakt und pressen für 10 Sekunden bei 160 Grad und 20 kN den Verbund. Damit werden alle Flächen, alle Folien miteinander verschweißt, auch die Elektronik wird mit verschweißt. Die Presskraft und die Temperatur beschädigen die Elektronik in dem Vorgang nicht. Dieser Prozess ist jetzt abgeschlossen. Frau Dünkel wird das jetzt wieder aus der Maschine
herausnehmen. Jetzt folgt eine Abkühlungsphase von etwa 20 Sekunden. Während dieser Zeit möchte ich Ihnen kurz schon mal das Ergebnis demonstrieren. Was Sie gleich sehen werden, ist ein Folienverbund, in dem die Elektronik integriert ist. Was dort jetzt noch fehlt, ist, was das Magische, den Verbund, die Form ändern lässt. Und das ist Formgedächtnislegierung. Formgedächtnislegierung ist ein Werkstoff, der sich an eine definierte Form erinnern kann. Sprich, ich kann ihn dehnen. Und wenn ich ihn über elektrischen Widerstand erwärme, zieht er sich wieder in seine Ursprungsform zusammen. Ich habe einen Linearaktor. Dieser ist hier angeordnet. Jeweils in den Eckenbereichen verbindet ein Draht die benachbarte Ecke. Und dieser gesamte Verbund wird mit 12 Volt angesteuert, arbeitet ungefähr mit 2 Ampere. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, durch die sensorischen Funktionen, diese Fläche reagiert auf Kontakt, diese Fläche zu berühren, zu aktivieren und die Formänderung auszulösen. Ich kann Pulsfunktionen einstellen, wie Sie jetzt hier sehen können, beispielsweise also auch in diesem Demonstrator dargestellt eine formflexible Ablage. Könnte jetzt eine Erinnerungsfunktion sein, an den Nutzer des Carsharing-Fahrzeugs doch an den verbleibenden Inhalt zu denken. Das Ganze nochmal zu zeigen, wie es dann mit diesem Halbzeug weitergeht. Es lässt sich dann beziehen, beispielsweise mit einem Textil. Hier können Sie das nochmal im Einsatz sehen, als adaptive Ablage im Fahrzeuginterieur, beispielsweise in der Mittelkonsole. Zustand 1 flach, leicht reinigbar. Zustand 2 die Möglichkeit, dass sich eine Ablagefläche bildet. Darüber hinaus lassen sich natürlich auch andere Aktoren oder Komfortmöglichkeiten damit realisieren, beispielsweise Lüftungsöffnungen oder andere Arten von Ablagemöglichkeiten. Grundsätzlich lässt sich damit der Seamless Look erhalten, also geschlossene Oberflächen, trotz dass sie Funktionen ausbilden können. Damit können Sie neue visuelle Stimuli oder Veränderungen der Raumakustik ermöglichen im Fahrzeug. Denkbar sind auch Interfaces mit haptischem Feedback. Das, was wir jetzt zur Formänderung nutzen, lässt sich natürlich auch nutzen, um kleine Knöpfe beispielsweise auszuformen und diese, je nachdem wie ich den Aktor ansteuere, auch mit einem unterschiedlichen Druckpunkt zu versehen. Öffnungs-Verschlussmechanismen, Haltemechanismen und in Summe, das finde ich eigentlich besonders schön an der Technologie, ist, dass sie eine organische, harmonische Bewegung damit realisieren lässt und auch dem Fahrzeug einen ganz anderen narrativen Wert geben kann. So, ich sehe gerade, Frau Dünkel hat jetzt die Fläche geöffnet. Kann man schon anfassen? Ja, es geht. Genau, und hier können Sie jetzt die Fläche im Verbund sehen. Die Polycarbonatfläche ist in die thermoplastischen Polyurethanfolie eingebettet, genauso wie die Elektronik. Was hier jetzt noch passieren wird, ist über die Eckenverbunde die Formgedächtnislegierung anzukontaktieren. Und dann ist der Flächenverbund auch schon fertig für den Einsatz. Ja, damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken, hoffe, einen kleinen Einblick geben zu können und würde mich freuen, wenn wir ins Gespräch kommen. Wir haben im Nachgang oder später im Verlauf des Abends nochmal die Möglichkeit, mit uns in einer Question-and-Answer-Runde in Kontakt zu kommen. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank und alles Gute. Herzlich willkommen am Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen- und Umformtechnik in Dresden. Mein Name ist Moritz Fraunhofer und ich möchte Ihnen heute die Arbeiten der Gruppe Applikationen funktionaler Systeme vorstellen. In dem Themengebiet verbirgt sich der Druck von leitfähigen Strukturen auf 3D-gekrümmte Oberflächen. Mit dem Aufdrucken von zum Beispiel Sensoren, Heizelementen oder Leiterbahnen auf Bauteile kann deren Funktionsdichte erhöht werden. Hier sieht man beispielsweise ein komplex geformtes Bauteil aus dem Automotive-Bereich, auf die wir Sensoren aufgedruckt haben. Hier ist ein kapazitiver Näherungssensor aufgebracht und wenn ich hier mit der Hand rangehe, sieht man hier die LEDs, wie sie die Entfernung anzeigen. Diese Meanderstruktur hier kann man nutzen, um das als Heizelement zu verwenden, aber auch um es als Dehnungssensor oder Temperatursensor zu nutzen. Bei unserem Druckverfahren wird mittels Jetdispensen die leitfähige Paste berührungslos aufgetragen und anschließend ausgehärtet. Neben dem Verfahren an sich bildet auch das Bewegungssystem und dessen Programmierung einen wichtigen Forschungsaspekt. Für Automotive-Anwendungen und großformatige Bauteile sind beispielsweise Roboter-Anwendungen präferiert. Und der Herr Mielke von Wandelbots wird Ihnen jetzt eine Möglichkeit der Programmierung von Robotern zeigen.
Hallo, mein Name ist Gunter Mielke und ich bin Produktmanager bei Wandelbots. Der TracePen wird von den Tracking Stations per Infrarot im Raum geortet. Zuerst muss das Gesamtsystem kalibriert werden. Dafür wird der TracePen zunächst in den Kalibrieradapter gesteckt. Jetzt kalibriert sich das System im Raum. Das System ist fertig kalibriert und die Bewegungen des TracePens sind in der App sichtbar. Durch Drücken der Knöpfe am TracePen werden Keyframes entlang des geteachten Pfades erzeugt. Ein AI-Algorithmus sorgt dafür, dass aus den Rohdaten die Keyframes erstellt werden. Entlang dieser Keyframes fährt man in der Nachbearbeitung den Pfad ab. Es besteht die Möglichkeit, die Keyframes nach Belieben anzupassen. Nachdem der Pfad angepasst wurde, müssen nur noch die Signale zum Ein- und Ausschalten des Druckknopfs gesetzt werden. Die I/O-Signale werden innerhalb des geteachten Pfades integriert. Mit einem Klick auf Play kann man die Anwendung in der Skill Preview überprüfen. Ist das Ergebnis zufriedenstellend, wird das Programm auf den Roboter-Controller exportiert. Der Funktionsdruck zeichnet sich dadurch aus, dass ohne Anpassungen am Grundbauteil Funktionselemente an beliebiger Stelle aufgetragen werden können. Das sieht man gut am Beispiel der von Wandelbots geteachten Struktur. Aber auch CAD-basierte Bahnplanung ist möglich. Über eine Änderung des Drucklayouts kann man die gewünschten elektrischen und sensorischen Eigenschaften einstellen. Auch das Drucken von Isolationsmaterialien ist möglich, um beispielsweise metallische Bauteile zu funktionalisieren. Dies war ein kleiner Einblick in das Themenfeld des Funktionsdrucks. Falls Sie Fragen zu möglichen Anwendungen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch zur Vorstellung, Projektvorstellung adaptive Profilschienenführung zur Verschleißreduktion. Mein Name ist Wolfgang Zorn, ich bin Gruppenleiter für Embedded Actuators hier am Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik. Es gibt ab und zu immer so die Frage, wie sich Embedded Actuators in diese Industrie 4.0-Strategie tatsächlich einordnet. Hier vielleicht ganz kurz. Muss man sich gegenwärtigen, dass in den letzten 10, 15 Jahren enormer Aufwand dahingehend betrieben wurde, Maschinen, Anlagen, aber eben auch Komponenten sensorisch extrem aufzurüsten. Das Ergebnis war eine Unmenge an Daten, an Informationen, wo man nach wie vor immer Schwierigkeiten hatte, die vernünftig interpretieren zu können. In den letzten 5 Jahren, das hat man auch auf insbesondere der Hannover Messe gesehen, wurde dann mehr Aufwand dahingehend betrieben, diese Daten irgendwie zu handeln. Es wurden mittels datenbasierter Methoden aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz Algorithmen, Methoden entwickelt, um aus diesem Big Data mehr die Smart Data rauszuextrahieren, um eine vernünftigere Grundlage darüber zu haben, was das jetzt für verschiedene Zielgrößen eben bedeutet. Der nächste Schritt, und da setzt eben Embedded Actuators dann eben entsprechend an, ist tatsächlich, diese Daten, diese Smart Data so zu nehmen und die Anlagen, Prozesse daraufhin auszustatten, dass sie eben in der Lage sind, selbstständig, autonom auf die Prozesse einwirken zu können, um eben entsprechende Zielvorgaben zu erfüllen. Und in diesem Rahmen bewegen wir uns auch innerhalb dieser Gruppe. Sprich, wir entwickeln Integrationsansätze für verschiedenste Aktoren für Fertigungsprozesse. Wir haben hier, das ist mal jetzt hier als Beispiel zu sehen, einen sogenannten Piezoaktor. Ist ein, sag ich mal, eine Aktorkeramik, die charakterisiert ist durch eine unheimliche Leistungs- und Energiedichte. Diese natürlich dahingehend regelrecht prädestiniert dafür, eben in Anlagen und Prozesse, insbesondere Wirkstellen, nach eingebaut zu werden. Das Projekt, was ich jetzt, die Projektergebnisse, die ich jetzt hier vorstellen möchte, beziehen sich eben auf eine bestimmte wohlbekannte Komponente, wie Sie jetzt hier auch sehen. Das ist eine sogenannte Profilschienenführung. Profilschienenführungen werden eigentlich mittlerweile in fast jedem Werkzeugmaschinen eingesetzt. Eben beziehungsweise genau da, wo man, wo es die Anforderung ist, spielfrei und mit hoher Präzision Maschinenteile zu führen. Und das Problem bei solchen Komponenten ist es eigentlich, dass diese, damit sie präzise arbeiten oder präzise funktionieren, vorgespannt werden müssen.
Diese Vorspannung ist somit dazu da, um auch im Betrieb, also unter thermischen oder eben Prozesslasten, diesen spielfreien Betrieb zu gewährleisten. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, dass eben genau diese Vorspannung eine signifikante Auswirkung auf die Lebensdauer dieser Komponenten hat. Sprich, je größer die gewählte Vorspannung, man könnte sagen, je präziser diese Komponente unter verschiedensten Lasten arbeiten muss, desto geringer fällt die zu erwartende Lebensdauer einfach aus. Und das ist genau der Punkt, wo wir angesetzt haben, nämlich einfach bei der Fragestellung, inwieweit man eine solche Komponente dahingehend befähigen kann, ihre Vorspannung während des Betriebs anzupassen. Man könnte sich das so vorstellen, wenn zum Beispiel eine, sag ich mal, Werkzeugmaschine in einem, sag ich mal, Werkzeugwechselvorgang ist oder eben in einer Zustellphase, wo keine Präzision erforderlich ist, könnte doch eben so eine Komponente in ihrer Vorspannung herabgesetzt werden und eben da, wo wirklich Präzision erforderlich ist, dann eben die Vorspannung hochgesetzt werden müsste. Die Frage ist natürlich, wie wir das machen oder wie man das machen kann. Und ich hatte eben jetzt schon diese Piezoaktoren vorgestellt. Die Idee von unserer Seite ist, in eine solche Profilschienenführung mehrere solcher Piezoaktoren zu integrieren. Die sind dann in der Lage, unter, sag ich mal, Applizierung einer elektrischen Spannung eine minimale Dehnung zu machen. Und mit dieser Dehnung, so ist zumindest der Plan, die, sag ich mal, ja, Komponente, die Profilschienenführung, mehr auf die Wälzkörper anzupressen, anzudrücken und auf diese Weise natürlich eine höhere Vorspannung zu generieren. Das haben wir auch umgesetzt. Dazu habe ich jetzt mal hier ein Exponat vorgestellt. Was Sie jetzt hier sehen, ist letzten Endes eine baugleiche Profilschienenführung, die minimal angepasst ist, sodass wir die Piezoaktoren integrieren können. Was Sie jetzt hier oben sehen, das ist, ich sag mal, ein bisschen Abdeckung für die notwendige Leistungselektronik dafür. Hier ist dazu zu sagen, dass solche Piezoaktoren in aller Regel mit etwas höheren Spannungen arbeiten, die in der Regel von der Industrie auch gewünscht ist. Heißt, in dem Fall arbeiten wir mit einer Aktorspannung von 150 Volt. Es gibt auch Aktoren, da geht es eben bis 1000 Volt hoch. Nichtsdestotrotz ist es ein Spannungslevel, was oftmals schwer zu vermitteln ist, muss man vielleicht so sagen. Deshalb ist auch die Herausforderung, mit dem Spannungsniveau arbeiten zu können, was uns von Seiten oder was von Seiten der Industrie tatsächlich vorhanden ist. Das ist in der Regel diese 24 Volt. Deshalb haben wir hier, sag ich mal, eine Versorgungselektronik oder Leistungselektronik aufgebaut, die eben aus einer 24 Volt Anschlussspannung die 150 Volt generiert. Und das sehen Sie jetzt auch hier. Wie gesagt, das ist jetzt mal hier so ein Demonstratorstand. Man ist jetzt hier in der Lage, diese Profilschienenführung auf dieser Schiene zu bewegen. Und jetzt wird sie natürlich interessant. Wie Sie jetzt mal hier sehen, ist sie so eingestellt, dass sie eben diese, sag ich mal, allein durch die Schwerkraft den Weg wieder runterfindet. Und was man jetzt immer machen kann, und das zeige ich jetzt hier, wenn man das eben einschaltet, sieht man, dass es sich eigentlich gar nicht mehr bewegt, also zumindest nicht von selbst. Also man kann jetzt hier sicherlich mit ein bisschen Zuhilfenahme hier ein bisschen bewegen, einprägen. Wenn Sie jetzt hier live vor Ort wären, können Sie das auch selber mal ausprobieren, dass es dann schon signifikant schwerer geht. Schaltet man das Ganze wieder aus, kann man, nachdem die Aktoren entladen sind, das hängt jetzt auch von der Elektronik ab, sie dann wieder relativ wieder so schalten, dass sie eben dann selber diese Abwärtsbewegungen wieder realisieren können. Genau. Das hierzu. Letzten Endes, was Sie jetzt hier sehen, ist wirklich nur ein Beispiel, wie man Aktoren sinnvollerweise in so eine Komponente integrieren kann. Was natürlich nicht heißt, dass es auf diese Komponenten begrenzt ist. Also wir sind, was das angeht, sehr offen dafür, auch vergleichbare oder auch völlig neue Ansätze hier zusammen mit der Industrie zu gehen. Sollte es hier Bedarfe geben, seien Sie recht herzlich eingeladen, auf uns heranzutreten. Kontaktdaten sind ja zugänglich. Und ansonsten möchte ich Ihnen auch anbieten, jetzt noch
im Q&A-Teil sich mit aktiv einzubringen. Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund. Ganz herzlichen Dank an Sie für die Präsentation und wir freuen uns jetzt, dass Sie für Fragen und Antworten noch zur Verfügung stehen und wir schalten nochmal alle zusammen und wir haben auch schon einige Fragen von unseren Zuschauern hier auf unsere digitale Bühne bekommen. So, da sind Sie. Vielen Dank erstmal. Ein bisschen Entspannung, aber nur ein bisschen, denn jetzt geht es nochmal konkreter in Fragen rein. Und zwar die erste Frage an Herrn Boxberger. Welche Weiterentwicklung ist für die Zukunft geplant? Wann kann ich als Unternehmen dann damit arbeiten? Ja, also wir sind dabei, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, beschäftigen uns auch mit den Herstellungstechnologien, wie wir die in die Industrie überführen können. Also dort die qualitative Herstellung und die Lebensdauer auch erhöhen und verbessern können. Ja, und wollen langfristig dahin kommen, dass wir diese formflexiblen Oberflächen, wie jetzt in dem Beispiel gezeigt, in Rolle-zu-Rolle-Prozesse überführen können, wo wir von den diesbezüglichen technologischen Vorteilen profitieren können. Das heißt, große Stückzahlen bei schnellen Durchlaufzeiten zu niedrigen Preisen. Und da erhoffen wir uns, dass wir auch abhängig oder unabhängig von dem Automobilmarkt, wo natürlich höhere Margen bestehen, auch in Anwendungsfelder kommen mit kleineren Margen, also in Consumerprodukte, in Dinge, die uns alltäglich umgeben, damit sich diese Möglichkeiten, die ich mit diesen Oberflächen erhalten kann, auch für eine breitere Gesellschaft in einem technologisch anderen Feld auch nutzbar machen kann. Herr Frauendorf, wie kann ich als Unternehmen, beziehungsweise wann kann ich als Unternehmen dann wirklich damit arbeiten? Wie lange dauert das? Ja, grundsätzlich ist es jetzt schon möglich, damit zu arbeiten. Wir arbeiten natürlich trotzdem noch an der Technologie weiter. Das heißt, auf der einen Seite wollen wir die Qualität und Produktivität dieses Fertigungsverfahrens noch erhöhen. Auf der anderen Seite erforschen wir letztendlich auch, wie man diesen Funktionsdruckstruktur, diese Funktionsdrucktechnologie mit dem, ich sag mal, Strukturdruck, den man normalerweise kennt von den 3D-Druckverfahren, kombinieren kann, dass man die Sensoren halt einfach nur direkt in die Struktur integriert, nicht nur oben auf die Oberfläche appliziert. Und wie gesagt, Prototypenlösungen wären jetzt schon möglich und dann die Überführung in die Industrietauglichkeit, da suchen wir natürlich auch noch ein paar Anwendungspartner, die halt dieses kleine Stückzahlszenario, was uns dort vorschwebt und was wir eigentlich auch regelmäßig mitbekommen, tatsächlich mit konkreten Anwendungsfeldern untersetzen, dass wir uns da auch die Industrietauglichkeit nachweisen können. Und apropos Anwendungen, für wen ist diese Anwendung denn besonders geeignet? Das ist eine Frage an Herrn Zorn. Gibt es da so Branchen, die da prädestinierter sind als andere oder kann man das so gar nicht sagen? Das hängt ganz davon ab, wo man solche Komponenten, also in dem Fall Profilschirmführung eben oder eben auch andere Lager einsetzt. Die Werkzeugmaschinenbranche ist ja sicherlich als prädestiniert einzuschätzen, weil eben hier solche Komponenten eben verbaut sind, hier auch maßgeblich zur Präzision beitragen. Wobei auch hier das Ende der Fahnenstange auch noch nicht erreicht ist. Also wir arbeiten auch daran, zu klären, inwieweit auch die Adaptivität von solchen Komponenten sich auf bestimmte Zielgrößen wie die Produkt- oder Bauteilqualität im Prozess eben auch auswirken kann. Also von daher haben wir hier schon einen relativ breiten Markt, auf den wir auch zugehen wollen und wo wir natürlich auch dankbar wären, wenn wir hier Möglichkeiten zum direkten Austausch zusammen mit der Industrie kommen können. Und noch eine Frage für Herrn Boxberger. Welche Sensoren sind in dem Bauteil überhaupt drin und wie können die auf sich ändernde Umgebungsbedingungen flexibel reagieren? Also in dem Beispiel, was Sie gesehen haben, haben wir integriert Helligkeitssensoren, kapazitive Näherungssensoren, Touchsensoren für den direkten Kontakt und Temperatursensoren. Also Sie können damit detektieren eine Näherung, einen direkten Kontakt, eine Beladung ob der Größe auch detektieren und auf ändernde Umgebungsbedingungen wie Helligkeit oder Temperaturschwankungen reagieren. Prinzipiell haben wir das deswegen jetzt alles da reingepackt, um diese Bandbreite zu demonstrieren. Man muss natürlich nicht immer alle Sensoren vorsehen, das ist applikationsabhängig.
Und sollten andere Sensoren gewünscht werden, kann man auch dann darüber nachdenken oder würde ich mich freuen, wenn wir zusammen ins Gespräch kommen, das auszuprobieren und das ja, zu integrieren. Dann noch eine Frage an Herrn Zorn vielleicht. Welche Weiterentwicklung ist für die Zukunft geplant? Können Sie schon mal so eine kleine Vorausschau geben? Zweierlei Art, so würde ich das vielleicht formulieren. Zum einen werden wir auch jetzt für die konkrete Komponente, die ich da gezeigt hatte, im Hinblick auf die Elektronik noch ein bisschen, also noch einen Schritt weiter gehen müssen. Also die ist aktuell eben noch, ich sag mal, etwas ungünstig verbaut. Da werden wir den Integrationsgrad auch noch steigern. Ein weiterer Schritt ist zwangsläufig natürlich auch auf andere Komponenten zu gehen. Das schließt sowohl andere Größen, vielleicht auch Formen von solchen Führungskomponenten, Profilschirmführungskomponenten ein. Das geht allerdings eben auch auf andere Formen von Lagern weiter. Und hier wird es sicherlich auch in Zukunft noch verschiedene Forschungsaktivitäten geben, die wir da auch angehen werden. Jetzt habe ich hier eine Frage, dann müssen Sie mir ein bisschen helfen, wer darauf antworten möchte. Sonst gucke ich gleich mal in die Runde. Ist es angedacht, die Folienaktuatoren auch im medizinischen Bereich zu verwenden? Zum Beispiel Stichwort künstliches Herz. Ich denke, die Frage wird an mich gehen. Wäre vorstellbar, könnte man drüber reden oder ins Gespräch kommen, wäre sehr interessant für uns. Ist natürlich abhängig, kann ich jetzt schlecht einschätzen, wie man den Strom oder die Daten in den Körper hinein beziehungsweise aus dem Körper wieder hinausführen möchte. Da muss man sicherlich dann nochmal drüber nachdenken, wie man sicherlich, ob der Elektronik Energy Harvesting betreiben kann oder das mit entsprechenden Akkus oder so versehen kann. Da müsste man in-house auch nochmal mit unserer Medizinabteilung sprechen, die da noch ein bisschen Kompetenzen mit einbringen kann. Aber würde mich sehr freuen, wenn wir da in Kontakt kämen. Also das klingt auch richtig spannend, muss ich sagen. Also künstliches Herz und das mal in die Zukunft gedacht. Herzlichen Dank für all die Inspiration und die spannenden Cases, die Sie jetzt präsentiert haben. Danke an die Runde. Dankeschön. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es natürlich direkt weiter, denn wir haben immer noch ein bisschen was im Gepäck. Bis gleich.